hatten immer das Problem in den Pausen, wenn es regnet, war geringe Überdachung da. Dann ist die Idee von mir gekommen, dass wir eigentlich eine Überdachung bauen können. Dass jeder halt so ein bisschen seine Idee eingebracht hat und dann hat man halt geguckt, was so zueinander passt und dann hat man so von jeder Idee halt ein bisschen was genommen. Aus verschiedenen Entwürfen ist dann das Modell entstanden und darauf habe ich dann einen Plan erstellt. Dann sind wir im Gemeinderat gegangen, haben das vorgestellt, Baugenehmigung erteilt bekommen und dann haben wir losgelegt mit der Firma Holm. Das war schon ein gutes Gefühl, da hat man dann auch gewusst, so, ja, es passt alles so, der Plan steht. Also die Gemeinde ist auch damit zufrieden und dann kann man da loslegen und freut sich dann natürlich auch drauf. Bringt den Schülern auf jeden Fall was für ihr Berufsleben. Sie schaffen was Praktisches und sehen, was man macht. Und an solchen Projekten sehen die interessierten Schüler natürlich auch, wie geht es dann weiter, wenn ich mit der Schule fertig bin. Wenn man dann so vor allem auch oben auf dem Gerüst schaut oder oben auf dem Dach Giebelbalken montiere, dann ist das schon einmal ein ganz anderes Gefühl, wie wenn man jetzt halt irgendwas Kleines in Anführungszeichen oder so baut. Also das war schon einmal so ein Highlight. Es macht riesen Spaß, wenn man Schüler sieht, wie sie arbeiten. Bei sowas, das steht halt da, wenn die Schüler in 20 Jahren ihre Kinder hier in die Schule bringen, können sie sagen, das habe ich noch gebaut. Dass man vor allem so Sachen betoniert oder halt so große Projekte auf die Beine stellt, habe ich jetzt eher nicht so gehört. Dass man mal eine Bank oder einen Tisch baut, schon, aber dass man jetzt gleich anfängt zu betonieren oder sowas zum Beispiel, habe ich persönlich von noch niemand anderem gehört.